Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier mit der Band. Und ja, ihr seht richtig, wir sind wieder in Novigrad, endlich. Und ich habe doch tatsächlich, ohne Witz, es geschafft, Gerald jetzt vollständig auszurüsten mit den gleichen Sachen. Und ich kann es ja mal kurz zeigen hier. Er hat die ganzen Greifensachen an. Sogar hier schon mit Glyphe. Und das Schwert. Und das Silber- und das Eisen-Stahlschwert. Beide schon verbessert. Ihr seht es am Schaden. Das sind bessere Waffen als die wir gerade zur Zeit haben. Das sind die verbesserten Teile. Die ausgerüsteten hier sind nur die normalen Teile. Aber bis auf eine Sache habe ich auch alles, um die dann herstellen zu können mit Level 15. Mit Level 14 jetzt gleich. Ich schätze mal nach der nächsten Hauptquest. Vielleicht schon am Ende der Folge. Können wir die Schwerter ausrüsten. Und mit Level 15 folgt das dann so gleich. Ich sammle alles ein. Wir brauchen nämlich noch Meteoritenstahlbarren. Die müssen wir herstellen mit Stahlbarren und Meteoritenbarren. Meteoriteneisenbarren. Kriegen wir irgendwie hin. Ne, da kümmere ich mich schon drum. Ansonsten kaufen wir was beim Schmied. Ist nicht so schlimm, weil wie ihr seht, wir haben fast 3000. So langsam rollt der Rubel und es läuft. Ja, also macht euch keine Sorgen. Das wird schon irgendwie hinhauen. Ich freue mich. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn wir Geralt so betrachten, gut, das ist nicht die schönste. Das ist echt nicht die schönste Hexerrüstung. Aber besser als die Pumphose. Das ging gar nicht mehr. So, dann gehen wir mal hier an den Besoffenen vorbei. Lustig. Können wir den ansprechen? Hallo, aufstehen. Nicht rumlungern. Geht leider nicht. So, mal wieder mit dem Controller spielen. So, und hier oben ist der Eisvogel, die Taverne, in der wir uns. Lesen. Der Eisvogel lädt herzlich zur abendlichen Vorführung von Priscilla der Kalonetta ein. Da bleibt kein Auge trocken. Ups. Oh. Tür aufgesprungen. Guckt mal her, wir haben alle. Guckt mal alle her, wir haben hier so richtig geile Hexerwams an. Und so. Naja, das geht. Kann man mitleben. Ich bin gespannt. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Stühle. Er meint Stühle. Ah, da ist er schon. Ich bin gespannt. Klingt ja nicht gerade so gerade. Oh doch. Oh, Geralts Bart wächst nach. Zorn und Trauer in Eis verwandelt.
Träumen. Bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Sogar lippensynchron. Im Traum sehe ich Raben schwarzer Locken. Deine Veilchen Augen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte, als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen. Bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken. Deine Veilchen Augen von Tränen nass. Ja, super. Hier, vorne. Bravo, Zugabe. Sehr schönes Lied. Ob sie das wohl für Rittersporn geschrieben hat, so klatscht sogar der Hexer. Mensch. Mit der neuen Greifenrüstung. Den kenne ich. Oh, nee. In Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Ja, selber schuld, du alte Drecksau. Das hätte man nicht anfangen Darf müssen. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Ah... Das habe ich so gar nicht verstanden. Ja, ach komm. Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt? Wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, so. Wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Okay. Okay. Mysteriös? What the fuck? Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Was? Heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Räuven Wessers. Räuven. Wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf.
Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior, nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Räufen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Tja, ach Quatsch, wir müssen den retten. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hole ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räufen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räufen hat ein Badehaus. Pass aber auf, geil. Er ist gefährlich. Badehaus ist Hammer. Ich auch. Okay, das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Okay. Ja, ich habe hier nichts zu tun. Ich gehe wieder ins Rosmarin. Ich muss Puschel füttern. Und dann heißt es abwarten, ob unser Vögelchen nicht von alleine wiederkommt. Pass auf dich auf. Okay, Sultan. Meine Achsel steht. Ja. Kurt Düsant. Ja. Düsart. Kurt Düsart. Graf Kurt Düsart. Bist du wegen des Auftrags hier? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Durchaus. Aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Ja, zur Wolfsschule natürlich. Oder zur Greifenschule? Nee. Wolfsschule. Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Wie auch immer. Zur Sache. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister, ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Nee. Gibt es ein Mittel dagegen? Reden wir mal über die Belohnung. Reden wir erst über meine Belohnung. Wie bitte? Du willst jetzt schon Geld? Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss mich vergewissern, dass sie meine Zeit wert ist. Ist ja ein Ding. Tja. Gerade erst in Novigrad und schon verliert er den Kopf. Na schön. Was meinst du denn, was es kosten soll? Also mindestens 300. Mindestens 315. Nein. Ich fürchte, das ist zu viel. Aber wir nähern uns vernünftigen Preisen. Na, dann mindestens 310. Nein. Ich fürchte, dass... Dann mindestens 300. Komm, schlag ein. Gut, abgemacht. Ja, machen wir. Bei Gelegenheit. Na schön. Ich sehe es mir mal an. Wie komme ich hin? Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück.
Ja, ich wollte gar nicht die Quest... Oh, Leute, Alter. Ich wollte die Quest gar nicht annehmen. Aber jetzt haben wir sie schon mal. Ist ja unter Hexeraufträgen. Spukhaus. Was auch sonst. Was ist das? Reiche Städterin. Hey, aufgepasst. So. Gucken wir mal auf die Karte. Wen können wir denn als erstes finden? Wer ist das hier? Finde Junior. Das ist Junior Hurensohn. Ah, geh zum Badehaus und sprich mit Sigi Reuven. Und das ist, aha. Okay. Machen wir das erstmal. Aber vorher. Inventar. Leute. Bam. Bam. Gefährlich gerüstet. Ich habe einen Erfolg, weil ich alle Teile eines Sets an habe. Juhu. Greifenschule. Oh, war das jetzt richtig hier? Ist das oben oder unten? Ich vermute mal, dass das unten ist. Wahrscheinlich ist es oben, aber... Nee, das ist hier. Cookie da. Oder ist es das gar nicht? Ich würde jetzt mal sagen, das ist es. Boah, das sieht aber auf jeden Fall richtig geil aus hier. Wie so eine... Boah, der Hammer. Ist es das? Ist da jemand? Aufmachen. Boah, Geralt, Alter. Ist das Badehaus? Ich gehe da jetzt einfach mal von aus. Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Mhm. Beschäftigt? Womit? Mit interessanten, wichtigen Gästen. Dann sag ihm, dass noch einer vor der Tür wartet. Geralt von Riva. Und ich gehe erst, wenn ich ihn gesprochen habe. Na schön, ich werde es versuchen. Eine Minute. Meine Fresse. Sigi Reuven bittet dich höflich zu sich. Gott sagen. Ich bin Happen. Happen. Wenn das mal kein Doppelkinn ist. Hi, Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Ach du Scheiße, schon wieder nackig. Kommen bestimmt ein paar nackte Frauen bei rum. Also für Geralt, für mir ist das egal. Happen, der Eunuch. Deine Ausrüstung passiert nichts. Okay. Eieiei, Geralt. Eieiei. Der Geralt ist so weiß, der Wunder. Scheint richtig. Sigi Reuven wartet nebenan. Hallöchen, hey, die Dame. Weißer. Netten Arsch hast du da. Ja, ja, ja. Alter. Und Junior hat ihm die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt, als habe ich mir ausgeschnitten so von den Nagel. Dann hast du Reuvens noch nicht gesehen. Gudrun nennt ihn Uroboros. Hurensohn hatte eine Einladung. Okay. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär Alter. Schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven? Dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Dein schlimmster Albtraum. Hm.
Knirps. Geht dich nichts an. Geht dich nichts an. Hat dein Freund einen Todeswunsch? Nein. Nur nicht die besten Manieren. Hexer sind keine feinsinnigen Städte. Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Ah, sehr gut. Ich hoffe, wir kriegen auch eine Keule ab. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah. Geil. Bam! Ah, diese... Ja, ist hier noch wer? Boah, ich komme nicht dran vorbei. Sehr gut. Nee. Boah. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Ja, Hurensohn. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Ich glaube nicht, dass deine Freundin kann. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, dass Happen nicht hier ist. Der würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen. Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und der Zwerg heißt Carlo Varese, auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. Mhm. Also der eine, nicht der Zwerg, der andere da, das ist ja der Bettlerkönig, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja gut. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Der Zwerg ist cool. Uralt oder wie auch immer du heißt. Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Hm. Wo finde ich Junior? Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sigi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret ist er. Das ist nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schau morgen bei dir rein, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Richtiges Mafia-Treffen hier, voll cool. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht.
Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Ja, komm, tut mir leid. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Na gut. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Oh. Hör zu, Rolf. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sage ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Seinen Krieg vermeiden? Warum? Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visimir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Okay. Ja. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin? Wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Okay. Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber okay. Vielleicht einen Hinweis. Okay. Fragen wir mal nach. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Okay. Casino finde ich schon mal richtig geil. Muss ich gleich an Las Vegas denken. Las Nilfgaard. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Das kriegen wir hin. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Ach, kriegen wir auch hin. Wo ist denn sein Haus? Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Okay. Ja, dann machen wir uns mal auf die Suche. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Hey, fragen wir die anderen mal. Anderen Sachen vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt?
Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Klingt nicht schlecht. Stehst du noch in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Was von Philippa gehört? Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Gut. Weißt du, was mit Rittersporn passiert ist? Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen. Na dann? Und Nachtigallzungen gefüllt sind. Dann können wir ja gehen. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Ach ja, warum so gereizt? Was ist los? Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Oh, jetzt kommt's. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Boah. Du bezahlst mich doch außerdem, oder? Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als M hier deine Dienste wollte? Ja, komm. Wer hat dir davon erzählt? Was meinst du mit wer? M hier natürlich. Haha. Verrat doch nicht meine Quellen, weder dir noch irgendwem sonst. Wäre verdammt unprofessionell. Stimmt. Aber genug geredet. Ja, ich zahl dir was. Verlass dich drauf. Okay. Also, bist du dabei? Komm, was soll's. Möglicherweise, was los? Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Mhm. Was denn für ein Bild hier im... Hä? What the fuck? Okay. Bitte folge mir. Was zur Hölle? Oh, guck mal. Mysteriös. Werde ich jetzt zusammengeschlagen? Ah, nee, der wollte ja meine Hilfe haben. Ey, das sieht aus wie die Katakomben, wo Rittersporn war. In dem Traum. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart. Zur Hölle.
Wart, hör auf damit! Sofort! Alter! Bart, Bart, mach den Ziggy voll nie! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Bart, nicht traurig! Ja, wo hast denn du einen Troll her? Wo hast du den Troll her? Aus Serikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen einen Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Was? Bart, sie im Buckelpferde. Heißt da. Siggi Bart mit dem Siggi gut. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Was? What the fuck? Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Rittersporn. Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute. Eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Mhm. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leid tun. Bart das tun müssen. Können wir ja ruhig mal annehmen. Weil vielleicht war das ja gar nicht Rittersporn, obwohl das echt so, also mit dem Traum, und wir haben ja gehört, dass er da eingebrochen ist. Aber wir können ihm das Geld ja dann auch wiedergeben. Wer weiß, was ihn da geritten hat. Wir machen das mal. Na schön. Ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut. Ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Scheiße. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floren, 1 Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Blenzen, Satsch. Alles weg. Ja. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meister, denn sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Okay. Das Jahr vielleicht? Den Scheißnamen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Hm. Eingeschläfert. Schlechte Lipze. Kopf wirr. Bums, kannst du das sagen? Ja. Schlechte Pilze, wie meinst du das? Ja. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Groß so. Ich mach das.
Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Ja, das habe ich schon verstanden. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Schlechte Pilze? Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Der Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Nein, kannst du doch nichts für. Na, na. Kopf hoch. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fox. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. Okay. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Na super. Wie sah dieses Irgendetwas aus? Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. War es... Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ja, geil. Okay. Dann sehen wir uns mal um. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn geil. Ich ehrlich bin. Dann haben wir das Aber Rezept. Es rettet dir das Leben. Hier. Super. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Ja, super. Oh, Alter. Rittersporn, wo bist du da bloß eingeraten? Ja, das denke ich mir nämlich auch gerade, aber es ist ja gut, wenn wir das hier weiter verfolgen, weil dann werden wir auch Rittersporn finden, ob wir jetzt die Quest machen oder nicht. So haben wir alle Informationen, die wir brauchen und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Ja, das war jetzt eine längere Folge. Ein bisschen als Wiedergutmachung dafür, dass wir so lange keine hatten. Also keine Story-Folge. Ich werde die nicht teilen. Das kommt alles im Ganzen. Das hört ihr ja jetzt. Aber hier machen wir erstmal Schluss und in der nächsten Folge werden wir die Kanalisation untersuchen. Aufträge über Aufträge hier in Novigrad. Der Hammer. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten Main bleiben und so weiter und so fort. Bis dann. Haut rein. Tschüss.